Okay, willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy. Hier ist ein Brief von Prinzessin Peach. Lieber Mario, ich bin immer mein Name Werner und ich gebe dir 5 Pilze. Danke. Ja, ich nehme die. Ja, Leute, ich bin ein bisschen erkältet. Vielleicht wird dieser Part ein ganz toller Hustpart. Wer weiß. Aber ich denke nicht, denn ich habe mich gut erholt die letzten Tage. Ich war krank gemeldet in der Schule und alles. Und ja, habt ihr ein Glück, dass ich am Sonntag immer gut drauf bin und immer gesund, damit ich auch aufnehmen kann. Und da kann ich da trotzdem was hochladen, auch wenn ich krank bin. Das ist ja dann kein Problem. So, jetzt gehen wir wieder hier in die Küche. Und ich glaube, diesen Part werden wir hier das... den Bowser-Kopf hier, die Küche abschließen, werden wir hier diesen Gegner hier in Angriff nehmen. Und Bowser Juniors Shiftings werden wir jetzt machen. Ich muss immer schön auf den Desktop gucken, damit da keine Frames ausgelassen werden. Weil ich habe eine neue Einstellung. So, ich probiere die ganze Zeit so ein bisschen Einstellungen, damit die Qualität von den Videos ein bisschen besser wird. Und ja, da könnte vielleicht irgendwas passieren, wer weiß. Dass Frames ausgelassen werden oder so. Das will ich nicht. Und darum werde ich jetzt hier immer schon drauf gucken. Ja, das interessiert euch eigentlich gar nicht. Okay. Okay, es geht hier los. Zack, zack, zack. Oh mein Gott, gar Octas und was? Ich töte dich. Ich will dich töten. Oh, lauf nicht weg. Vielleicht will ich dich töten. Bleib jetzt hier. Duck, ich hab dich in die Ecke gebracht. Haha, ich bin böse. Okay, jetzt hier. Zack, zack, zack. Und hier hat es auch. Ich könnte ein bisschen lauter stellen, aber nee, nee. Nee, das mache ich jetzt nicht während dem Spielen. Ich hab ziemlich leise in den TV. Okay, jetzt hier. Oh, da muss man hier zielen und. Da muss man schnell A drücken, damit man auch aufgefangen wird von diesem Teil, weil sonst fliegt man da ins Weltall mit dem Dings, mit der Kanone. Die schießt einem ins Weltall und das wollen wir ja nicht. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, komm, geh in die Kanone rein. Jetzt kann ich ein bisschen lauter stellen. Okay, jetzt hier so, zack. Oh, cool, Willis. Schnell rüber schießen und festhalten, festhalten, festhalten. Ja, danke, so gut. Zack, jetzt können wir hier runter. Ich finde das so cool, dass man nicht Schaden nimmt, wenn man so von hohen Dings runterfällt. Hohen Höhen. Ich hol mir mal einen Maxi-Pilz. Ich meine, ich habe das noch nicht gezeigt. Ich kann da ruhig. Oh ne, ich habe ja gar nicht 30. Oh, verdammt. Ja, dann machen wir das. Dann machen wir das gleich. Machen wir hier. Zack. Du gibst mir Sternteile und du gibst mir Sternteile. Sind das jetzt 30? Noch immer nicht? Dann lassen wir es halt in Ruhe. Lassen wir es sein. Das lohnt sich nicht. Ist hier rechts vielleicht noch irgendwas? Ja, komm, Sternteile. Komm, ich will euch das zeigen. Ich muss mal was zeigen. Ich muss mal was Neues bringen hier in diesem Let's Play. Weil sonst wird das ja langweilig. Willkommen in Lumaladen. Ja, komm. Ich zeige eigentlich ständig was Neues. Alter, dieser ganze Planet ist ja Neues. Ich will Max Kraft. Danke. Zeit zu bezahlen. Los hier, zack. Gib mir Geld, Mann. Ja, genau. Mein Bauch ist zu voll. Dann wollen wir mal verwandeln. Und er wird zu einem leckeren Pilz. Zack. Seht ihr? Voll cool. Jetzt können wir hier rüber. Und hier diesen Käfer. Oh, naja, egal. Dann lassen wir den leben. Irgendwas muss ich ja Mario auch mal leben lassen. Oh mein Gott, jetzt sind wir auf einem riesigen Skateboard und da kommen Kugeln und boom. Die töten einem fast. Oh nein, Leben, danke. Zack, und du stirbst. Und hier drüber springen. Und ja, ist eigentlich ganz einfach. Husch. Kommen dann noch mal so ein paar dieser Spinnen und die töten wir alle. Zack, zack, zack. So, oh mein Gott. Oh nein, Magie-Koopa. Wie heißen die schon? Heißen die Magikoopa? Nee, ich weiß gar nicht mehr. Oh, verdammt. Naja, egal, hier ist der Bosskampf. Oder ist das der Bosskampf? Ich glaube, das ist der Bosskampf. Yes, yo, mein Torch. Du gibst noch nie auf. Blablabla. Du willst einen großen Stern haben? Oh, wir müssen gegen Bowser Junior höchstpersönlich kämpfen. Zack. Ne, also werden wir schon schaffen. Kein Problem. Komm jetzt hier, Koopa töten und zack. Panzer draufwerfen. Oh, verdammt, das war dumm. Oh, geh weg. So, und rüber. Oh, voll in die Kanone rein. Ich glaube, wenn man die Kanonen hier abschießt, kriegt man Münzen. Ja, das ist gut. Kann man nicht sterben. So, zack. Boom. Voll rein. Voll in die Fresse rein. Zack, immer mitten in die Fresse rein. Und jetzt kommen hier noch Magikoopas. Und oh mein Gott, ey, guckt euch das an, voll fies. Du stirb doch, Mann. Du nährst. Magikoopa, du nährst. So, jetzt hier, zack. Oh, ich habe einen Magikoopa weggeworfen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die heißen. Heißen die Magikoopas? Also ich weiß gerade gar nicht mehr. Oh, Mann. Das ist jetzt so blöd. Oh, verdammt. Ich nerv mich immer. Mich nerven immer Leute, die irgendwie die Namen nicht wissen von den Gegnern. Ich weiß nicht, wieso. Das ist eigentlich nichts Schlimmes, dass man die nicht weiß. Ich meine, das ist ja nicht... Jetzt weiß ich selbst nicht. Und das kackt mich so an. Das regt mich so auf gerade. Aber ich glaube, die heißen Magikoopas. Also, kein Problem. Und wenn nicht, dann tut es mir leid. Oh. Und jetzt hat er sich gedreht, jetzt macht er so mit seinem Bowser-Kopf so da drauf, macht er jetzt so Feuerkugeln und da muss man drüber springen und zack, treffen.
das ist schwerer, ihn zu treffen, weil es halt weniger Fläche ist, wo man treffen kann. Und jetzt surfen auch noch Kugelwillis. Alter, oh mein Gott, was geht denn hier ab? Der blöde Magikooper da. Zack, oh mein Gott, ey, voll die Party hier. Voll die Party. Schade. Party. Bäm, voll auf den Kopf. Voll in die Fresse. Zack, und jetzt fliegt er weg. Oh mein Gott, wir haben ihn besiegt und das ist toll. Jetzt explodiert das ganze Schiff und wir kriegen einen großen Stern mit hässlichen Nippeln. Noppen, Nobben. Oh mein Gott, 5 Minuten hatten wir für das. Ich hätte das gar nicht so lange jetzt geschätzt. Und wir haben einen großen Stern erhalten und die Küche abgeschlossen, so ziemlich. Ausnahme von den Kometen, die haben wir noch nicht. Aber das ist nicht schlimm, weil die werden wir uns auch noch holen. Bis jetzt gab es noch keine Frame-Einbrüche, also das ist ziemlich gut jetzt. Und wusch. Jetzt wird das Grüne zu blau-grün. Oh, wie schön. Und jetzt haben wir hier einen neuen Bereich freigeschaltet. Schön hier, die Energie geht hin zum Dings. Zum Schlafsaal, glaube ich. Oder so. Ich glaube, der ist Schlafsaal oder so. Naja. Bowser Juniors Schiffsfabrik. Ja, ja, komm. Wir haben es verstanden. Lass mich in Ruhe. Oh, guck dir das ganz neue Zeug an. Ey, das ist echt unglaublich. Danke dir und bla bla bla. Bla bla bla, ich labere nur Scheiße. Das interessiert niemandem. Okay, oh, gleich können wir da hoch, wenn wir das Ding. Oh, verdammt, das Schlafzimmer gemacht haben. Genau. Können wir da hoch. Ah, sollen wir speichern? Ich weiß es nicht. Ja, ich spreche lieber ab. Ich habe Angst vorm Speichern. Und wenn jetzt. Oh, guck dich die ganzen Galaxien an. Wir haben schon wieder alles freigeschaltet. Ich glaube, wir können schon einen Bowser hier besuchen gehen im Schlafzimmer. Also einen Bowser-Kopf, nicht einen Bowser. Guckt euch das an, da ist ein roter Luma. Ich will dem mal Hallo sagen gehen, weil der ist was Spezielles. Der ist rot. Einem wie dir werde ich nicht mein Geheimnis verraten. Ja, ja, dein Geheimnis kenne ich schon. Aber die Zuschauer kennen das nicht. Die das Spiel noch nicht durchgespielt haben, die kennen das nicht. Nur ich kenne das. Ha, ich bin der Beste. Aber ich werde es euch nicht verraten. Das werdet ihr dann noch sehen. Wir haben eine ganze Energiemenge hier. So, jetzt können wir hier ganz, ganz viele Planeten besuchen. So, was gibt's hier? Ah, wir gehen, glaube ich, erstmal hier zu diesem hier, oder? Gehen wir zu dem hier. Der hat so keine Zahl und da finde ich, den muss man fast als erstes machen. Kunikraxler-Galaxie, oh mein Gott. Wupp, 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 wupp. Wir haben noch Zeit für diese Galaxie und ich denke, die passt hier gut rein. Kraxel zum Himmel, Bienen-Mario. Ich habe ein bisschen Sodbrennen vom Mittagessen. Ich weiß nicht wieso, das ist ganz schön komisch, weil eigentlich ist das nicht so Essen, wo man Sodbrennen von kriegt. Aber es ist gerade ziemlich blöd. Ich mag das nicht so drin. Wenn ihr das habt, das ist scheiße. Da, da, da. Oh, und die Musik, ey, Leute. Oh, ich kriege einen Orgasmus. Einen Orgasmus mit H. Wisst ihr, so Orgasmus. Ah, ich bin so blöd. Da, 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 da. So. Ja, das ist eigentlich eine einfache Galaxie. Da muss man nicht viel machen. Seht ihr? Kann man auch ein bisschen so. Muss man nicht wirklich hier da das Zeugs hier machen, was man eigentlich machen sollte. Aber man kann es machen. So, jetzt sind wir hier und. Wusch! Jetzt geht's schon weiter! Wir haben schon den ersten Dings-Abschnitt hier schon erledigt. Und es geht weiter. So. Ja, gleich. Oh mein Gott, Kometen! Meteoriten sind das, nicht Kometen. Kometen sind was anderes. Und ganz viele Sternteile einsammeln. Oh mein Gott, ich hab mich nicht auf die Meteoriten geachtet, weil ich die Stände einsammeln wollte. Oh, ich bin so blöd. Naja, wir haben genug Leben, wir schaffen das schon. Wir landen hier wieder. Wir haben nicht viel. Wir müssen nicht viel Neues machen jetzt hier. Viel nachmachen, meine ich. Oh, wieso sag ich Neues? Ich bin blöd. Ich bin so blöd, ich reg mich auf. Jetzt können wir wieder Sternteile einsammeln und wieder vom Meteoriten treffen lassen. Ich hol mir jetzt mal das Leben. Das habe ich jetzt verloren, das hole ich mir jetzt. Dann gehen wir hier rüber. Und up, 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 up. Zack, 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 zack. Sternteile, ich will noch mehr Sternteile. Oh mein Gott, guckt euch die ganzen Sternteile an. Oh, ey, guckt euch das an, ey. 100.000 Sternteile, da unten hat es noch welche, oder? Kriege ich da? Komm, nee, da komme ich nicht mehr hin. Egal. Ich frage mich, wieso hier ein Dings ist. Okay, ja, wenn man hier getroffen werden würde und da noch irgendwie runterfallen könnte. Aber normalerweise stirbt man da ja meistens. Naja. Ist trotzdem ganz nett, dass die dann Bienen. Okay, noch ein Leben. Aber ich mag Leben. Ich weiß nicht wieso, aber ich mag Leben. Auch wenn ich sie nicht benötige, ich sammle sie gerne ein. Ist irgendwie so
so Einsammelwaren. Das ist auch so bei Ding ist mir das neulich aufgefallen, bei Donkey Kong Country Returns. Das ist ein cooles Spiel. Ich weiß nicht, ob ich das Let's Playen werde, aber vielleicht, das könnte noch möglich sein. Wer weiß, naja, egal. Ich finde das so komisch, weil da sammelt man eigentlich Bananen und so ein. Und Bananen, die sind eigentlich voll... Die bringen nicht viel in dem Spiel. Die bringen nur 100 Bananen, bringen ein Leben. Aber die bringen sonst nicht viel. Das ist eigentlich wie bei Münzen. Aber die sammeln man trotzdem total voll ein. Und das ist irgendwie krank. Ich finde das komisch. Sterne halten, dass man irgendwie alle Sachen einsammelt, die eigentlich gar nicht nötig sind einzusammeln. Einfach, weil man sie einsammeln will. Naja, egal. Wir haben diesen Sterne halten und wir haben 10 Minuten. Und ich denke, wir hören hier auf. Bis zum nächsten Mal. Danke schon. Tschüss. Oh mein Gott, das war ganz schön ein schneller Schluss. Jetzt nicht mehr, weil ich gerade Scheiße labere. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.